Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Pokémon Y Battle. Diesmal tritt Janine gegen, ich sprich's einfach mal, Ken aus. Und ich habe dabei mein Zwirtank, mein Schafzahn Niniask, mein Fledrach, oder heißt es hier noch Uhufnir, ich weiß es nicht, mein Agrodos und mein Fiaro, besser gesagt Jetclaw. Und Ken hat Xerneas dabei, Phinexis, Lucario, ich habe den Namen vergessen, das glaube ich ja gar nicht. Glurak, Shadrago und Lapras. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal den Kampf. Er hat mich aus meiner bescheidenen Community von YouTube her herausgefordert und natürlich nehme ich solche Kämpfe gerne an. Darum mache ich die Y-Battles hier und er startet mit Lapras. Und ich starte mit Zwirtank. Mein guter alter Zwirtank, mein Lieblings-Tanky-Tanky-Tanky. Und er beginnt mit Surfer, was mein Zwirtank nicht relativ kratzen wird, wie man sieht, bei diesem putzigen Schaden. Und voila, es kann Toxin. Nach der Prozedur mit Sasha habe ich erstmal auf Toxin gewechselt und noch ein paar, ich sag mal, Feinheiten vorgenommen. Ein bisschen das Pokémon noch justiert und so weiter, ne? Da kommt der Eisstrahl, der mit 21 ein bisschen zu viel Schaden reinhaut. Und der Horrorblick. Somit ist Lapras Schicksal besiegelt. Oh yeah. Es wird langsam und elendig an seiner Krankheit zugrunde gehen. Eiseskälte. Ken. Jetzt mal ganz ehrlich. Wieso K.O.-Attacken? Wirklich. Der eine setzt Sachen zum Fluchtwert erhöhen ein, was schon ziemlich lame ist. Und jetzt K.O.-Attacken? Und noch ein legendäres Pokémon? Ich meine, naja. Ist ja kein Turnierkampf hier, aber eine K.O.-Attacke? Komm, das macht man nicht. Ach ja, übrigens, Nachtnebel kann Zwirtank jetzt auch, wie man gesehen hat, ne? Ich habe gesagt, komm, vergiften, erholen, Nachtnebeln. Und ich glaube auch Verbrennen ist noch drauf, wenn ich mal einen Stahlgegner haben sollte. Ich weiß nicht, auf jeden Fall erstmal eine Erholung, um mal ordentlich zu nerven, wie man sieht. Oh ja, sehr schön, da freue ich mich. Während Lapras gerade ähnlich krepiert. Naja, was will man machen, ne? Ich meine, Nachtnebel, Toxin und so weiter, da mal erholen. Ist schon eine geile Kombo. Und da kommt Shadrago. Jetzt heißt es, los Tanky, halte aus! Das Brachialvieh darf dich nicht klein kriegen. Ratz erstmal in Ruhe und da kommt die Drachenroute. Was ich echt geil finde, weil jetzt wird mein Pokémon ausgetauscht. Das heißt, Zwirtank braucht gleich nochmal zwei Runden. Nur da war ich gar nicht mal so deprimiert, weil jetzt gleich mit Eishahn ordentlich draufhauen. Und mal ehrlich, Monagoras hat einen geilen Angriffswert von, was war das jetzt? Ich glaube 3,95, wenn ich mich nicht irre. Dann noch hier Titankiefer, Bissattacken werden erhöht. Und dann noch Lebenorbe drauf, das haut schon ordentlich rein, wie man gesehen hat. Ja, und jetzt kommt das finde ich nicht so toll. Eigentlich mache ich mit Schafzahn gerne so eine Ninjas-Kombo. Erstmal richtig schön boosten, immer schneller, schneller, schneller und dann einfach immer mit einem Angriff töten. Die Aurasphäre wird wehtun. Nein. Mein armes Schafzahn. Mein armer Schafzahn, besser gesagt. Immer nur so kurze Auftritte ist schon ein bisschen ärgerlich, aber naja. Zwirtank. Komm mal her mit deinen Kampfattacken. Da reagiert er schon mal mit einem Rückruf. Klingeling, klingeling, da ist Phinexis dran. Ja, finde ich nicht so toll, weil das wie keiner bekanntermaßen Psychokinese, die auch ordentlich reinhauen wird. Man sieht, 27 ist für Zwirtank schon viel Schaden. Aber da kommt die Toxin wieder. Yeah. Und ich weiß nicht, mache ich jetzt noch Horrorblick oder mache ich sofort Erholung? Der Kampf ist auch schon wieder ein paar Wochen her, muss man wissen. Feuersturm. Nein, da war ich ein bisschen entsetzt. Genau, weil ich den Horrorblick gemacht habe. Finde ich nicht so toll, weil ich glaube, mein Zwirtank beißt jetzt gleich ins Gras, wenn ich mich recht entsinne. Ich will es mal nicht hoffen. Naja, da kommt der Flammenwurf. Ich glaube, das war's jetzt. Ja, das war's. Ich hätte auf Erholung setzen sollen, aber das war halt ein kleiner Fehler. Passiert, kann man sich nicht von freisprechen. Macht jeder mal. Dafür kommt jetzt Ninjask ins Rennen. Und das ist der Vorbote. Ich müsste Ninjask eigentlich Vorbote nennen. Weil Ninjask ist wirklich der Vorbote für den drohenden Untergang, wenn die Combo hinhaut. Und wie weit sind wir jetzt eigentlich? 14, 21?
Scheiße, mir fällt da gerade etwas ein. Ach, egal. Ist ja eigentlich auch egal, ne? 15, 21. Ich muss mir gerade was zurechtdenken. Bin ja bekanntermaßen zurückgeblieben, da ist es nicht so leicht. Ich finde es übrigens geil, dass er gewechselt hat, weil somit kommt der Delegator schön zum Vorschein. Was ihm jetzt auch nochmal ordentlich wehtun wird, wie man gleich sieht. Denn es kommt die Staffette. Yeah. Und auf was wechselt man? Richtig, auf Agrodos. Das Shiny Agrodos. Ja, mein Mega Agrodos, so um genau zu sein. Denn das andere Agrodos verfolgt eine andere Strategie. Und er setzt Fliegen ein, was ich toll finde, weil ich mich jetzt nur boosten kann. Yeah. Der Angriffswert steigt, die Initiative steigt. Und Glurak kommt mit Fliegen runtergedonnert. Oh yeah. Delegaton ist nach, was ich nicht so toll finde. Aber naja, dafür kommt jetzt erstmal dieses schöne, oh, dieses glorreiche Mega-Agrodos. Das sieht so cool aus als Shiny-Vieh. Wie so ein riesiger Urzeit-Piranha. Findest du nicht auch? Hier, Nassschweif. Boom. Nach dem ganzen Booste tut mir sein Team schon leid, denn jetzt wird Agrodos seinem Namen alle Ehre machen und ordentlich wüten. Hallo Xerneas, na, wie geht's dir? Ja, die Feenaura. Das interessiert mich nicht wirklich, denn der Nassschweif wird sein übliches tun. Au, au, au. Mach's gut, Xerneas. Der Volltreffer wäre gar nicht nötig gewesen, aber hey. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Da ist es wieder, Mega Lucario. Ja, hier ist es so, Mega sein und standhalten? Na, natürlich nicht. Es tut mir schon fast leid, Ken. Aber, das war's wohl, glaube ich. Jetzt kommt Phoenix, sein letztes Pokémon. Und es wird natürlich kein bisschen überstehen. Das war's für Phoenix. Die Vergiftung bringt dich nicht um, sondern mein Agrodos. Und das war's mit diesem Kampf. Ken wurde von Agrodos niedergewütet. Ich habe extrem gefeiert, wo ich Agrodos raus hatte mit diesem ganzen Boost. Das war sehr geil. Und ich glaube, er war ziemlich begeistert. Also man hat nicht jeden Tag so ein aggressives Vieh vor einem. Und er hat es gelassen genommen. Wir haben danach noch einen Kampf ausgetragen. Und was dabei rauskommt, sehen wir im nächsten Pokémon Y Battle. In dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Macaronis. Und wir sehen uns bei einem kleinen, etwas unfairen Rematch mit Ken wieder. Tschüss!